So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13, zwei Let's Play von mir. Wir hatten gerade kleine technische Probleme, mein Rechner ist abgestürzt und deswegen habt ihr ein wenig von der Geschichte verpasst. Die werde ich allerdings noch nachholen. Das erzähle ich euch gleich noch weiter. Wir starten jetzt weiter im Spiel und schauen, wie es weitergeht. Noch eine sehr schöne Neuerung von Final Fantasy, wenn wir das Spiel laden. Das seht ihr gleich, passiert etwas Final Bestimmtes. Fantasy 13-2, the story so Genau das far. hier, sehr schön gemacht, finde ich. I know your name, Noel Kreis. What? Then you're gonna have to go through me! Can you fight? Ja, das war's schon. Und ich finde es sehr schön gemacht. In der Serie wird einem nochmal gezeigt, was in letzter Zeit so passiert ist. Sehr schön gemacht. So, wir steigen jetzt wieder ins Spiel ein, wenn es fertig geladen ist. Wir sind hier am Strand von Neobodum und müssen ein Artefakt finden. Sarah, wait up for me. All this talk about artifacts and gates and time travel. To be honest, I don't know if I'm ready to believe it. Sarah, there's still so much I don't understand myself. If we can actually find an artifact, then I'll know what I've been saying is true. And once we open the gate, you'll be able to put some of your doubts to rest as well. So what do you think? Will you search for the answers with me? Ja, ihr fragt euch sicherlich, was für ein Artefakt überhaupt. Wir haben vorhin hier leider nicht, wegen eben diesen technischen Problemen, gesehen, dass der Meteorit, der runtergekommen ist, der liegt da hinten, in Wirklichkeit ein Zeitportal ist, in dem wir in andere Zeiten und Welten reisen können. Weiterhin haben wir erfahren, dass Noel aus der Zukunft kommt, 700 Jahre nach dieser hier. Und ich würde sagen, wir finden jetzt das Artefakt, damit wir schleunigst dieses Zeitportal aktivieren können. Dieser Mokri weist uns mit seiner Bommel auch schon auf gewisse seltene Gegenstände hin. Und diese Katze scheint etwas damit zu tun zu haben, deswegen folgen wir ihr ganz schnell. Ja, Sarah, da musst du schon ein bisschen schneller sein. Katzen sind nicht so einfach zu fangen. Katzenbesitzer wissen das wahrscheinlich. Aber das soll uns nicht kümmern und wir rennen ihr ganz schnell hinterher. Das könnte uns in der Sache auf der Suche nach dem Artefakt etwas weiterhelfen. Und da haben wir sie schon. Ja, da haben wir sie gekriegt. Snow, so this is where you got to. And the artifact isn't here, huh? Snow. Koopal? Oh yeah. She's my pet. Koopal? Huge found her and brought her home. Hey, I don't see why not. I think we should keep her too. Just as long as she doesn't make a mess in my workshop. Yeah. Hey, girl. Are you sure you can look after her? Can't we all do it? I mean, we are one big family, right? Yeah, right. Mackie'll do it. You too. Oh. Thanks. She's adorable. She really does have a face. I thought I could hide it from them, but they knew. They saw right through me. I'd lost lightning, and then snow. But those guys, they really tried to cheer me up. Oh. Ja, die Katze hat aus dem Leichnam wir Ehemann bzw. Freund Snow. Life is harder here compared to back on Cocoon. But everyone sticks together. Even in the tough times, we have each other. That helps. Those friends of yours are like family, aren't they? Yeah. Und wieder bekommen wir die Möglichkeit, uns für eine Möglichkeit zu entscheiden durch den Dialogtrigger. Und Noel bemerkt, dass deine Freunde wie eine Familie geworden sind. Wie antwortest du darauf? Ich denke, wir alle haben Snow im Vorteil gemocht. Deswegen würde ich sagen, wäre Snow doch bloß hier,
da wir auch wissen wollen, wo Snow abgeblieben ist. I still feel as lonely as can be, even with all these friends around me. You and Snow want the same thing. I'm sure you'll find each other again. Tja, die Katze hat leider nichts mit dem Artefakt zu tun gehabt. Deswegen machen wir uns weiter auf die Suche nach eben diesem. Damit wir schleunigst von dieser Insel fort können und uns auf die Suche nach Leiten begeben können in Valhalla. Und wie wir gesehen haben, hat die nötige Hilfe, brauchst die nötige Hilfe gegen Caius. So, wir begeben uns jetzt zu diesem Ausrufezeichen. Vielleicht liegt da ja was Besonderes. Ja, Lightnings Messer. Wie das, wo der auf die Steine gekommen ist. Ist das das Artefakt? Mysteriös, mysteriös. Das ist Lightning's Knife. Ich keep it in my room, but how did it get out here? Ja, eigentlich in ihrem Zimmer gewesen, jetzt auf den Steinen draußen. Belohnt mit einer kleinen Cutscene. Hey, look there. Und Snow ist auch mit dabei. Come on. It's her knife. I found it near the base of the pillar. Snow. Sarah, I'm sorry. She must be inside the pillar. Lightning's holding up Cocoon, along with the Neil and Flame. Wait, what are you talking about? She was right here a second ago. I saw her. We talked. She gave us her blessing. Ja, ihre Freunde denken scheinbar, Lightning wäre immer noch in den Säulen da oben eingeschlossen. I won't forget that moment. Lightning was happy. Happy that Snow and I were getting married. Wir wissen and said congrats. Allerdings, dass Lightning mittlerweile in Valhalla. All of a sudden, Lightning disappeared. Als Kriegsgöttin unterwegs ist. She was never there to begin with. No one else remembered her smiling and laughing. No one but me. Ja, der Verlust ihrer Schwester geht ihr verständlicherweise ans Herz. Deswegen müssen wir die jetzt auch ganz schnell finden. All your friends think your sister is inside that pillar. I was scared. People said I was dreaming. They said I was just making up stories so that I didn't have to face the truth. Listen, Sarah, your memories are the truth. Lightning is alive. The question is, why are you the only one who remembers? Tja, das ist die Frage. Wieso kann nur Sarah sich daran erinnern, dass Lightning existiert hat? Und der Dialogträger ist wieder angesprungen und wir können jetzt entscheiden, wie die Geschichte bzw. das Gespräch sich entwickeln kann. Und es gibt eine Möglichkeit, wie sich ja die Geschichte verändert hat. Und ich würde sagen, die Geschichte hat sich im Nachhinein verändert, deswegen kann nur Sarah sich an Lightning wirklich erinnern. You mean your memories are true, but history was altered afterwards? Of course, that's not really possible. I know that. But I just don't understand how I can remember it so clearly when no one else can. Ja, sie sagt, es ist nicht möglich. Allerdings könnte es doch etwas mit den Portalen und diesen Kristallen zu tun haben, dass diese Zeit sich geändert hat.
Wir befinden uns immer noch auf der Reise, auf der Suche nach dem Artefakt, was irgendwo hier am Strand doch sein müsste. Tja, unsere kleine Moki hat bereits schon wieder einen neuen Hinweis gefunden bei dieser kleinen Truppe hier. A school teacher, huh? Right! I'm so glad you're all safe. Yeah. Now, did everyone do their homework? I did mine, because I didn't want you getting mad at me like the last time. Seems like you'd be soft on kids, but you're pretty strict, huh? Hey. Not that bad. Come on. You know, I'm only strict because my teacher was strict. Lightning must have rubbed off on me. My grandmother was a teacher too. She taught me everything I know. She taught me about Grand Pulse and its history. Ja, Sarah ist also eine strenge Lehrerin, genauso wie Noels Großmutter. Und da wir ihn gerade erst kennenlernen und weiter mehr von ihm erfahren würden, würden die sagen, gehen wir auf ihn mal ein und sagen, wie war eure seine Großmutter natürlich. What was your grandmother like? I was always her favorite. She kind of spoiled me. She lived until she was 50, so she had a lot to teach me. 50? But she was still so young. Lifespans were longer during this age. If my grandmother were still alive, I could have learned so much more. I could have handled things better. Tja, die Lebenserwartungen in der Zukunft, aus der Noelle kommt, scheinen nicht wirklich hoch zu sein. Deswegen versuchen wir ja, die Zukunft hier zu ändern. Und in diesem Moment rennt auch schon ein kleiner Junge weg, der irgendwas zu verstecken versucht. Und wir machen es mal hinter ihm her. Und versuchen herauszufinden, hier kommt schon ein direktes Monster, versuchen herauszufinden, was der kleine Junge wohl verstecken. So. Aus den Comments habe ich übrigens herausgelesen, dass man, ja, dass ich in der vergangenen Folge als Doppelbrecher unterwegs war. Also das ist vollkommen richtig, das ist mir im Nachhinein dann auch erst aufgefallen. Jetzt bin ich als Verheerer und Brecher unterwegs, damit ich mehr Schaden machen kann und die Schockleiste weiter und schneller füllen kann. Die deutlich günstigere Combo. So, den habe ich direkt mal aus der Luft rausgefischt. Ihr seht das, das steht jetzt unten hier, Server in Blau als Verheerer und Noel als Brecher. Das habe ich jetzt als Standard gesetzt, da das doch recht günstig ist mit dieser Combo. Brecher wollte ich wirklich. Ja, das Nonplusultra, was den Kampf angeht, das habt ihr in der letzten Folge wahrscheinlich auch gesehen. Deswegen jetzt als Exterminations-Combo, was diesen Brecher und Verheerer beinhaltet. Na, den kleinen Jungen müssen wir doch jetzt langsamer erwischt haben. Jetzt haben wir den. Ich bin mal gespannt, was der so zu verstecken hat. So, da ja Sarah eine strenge Lehrerin ist, würde ich sagen, schnauzt für den Jungen gehörig an, würde ich sagen. Mit X, es reicht jetzt, sprich sofort. Und wer will schon dreifache Hausaufgaben haben, aber er scheint sich dann nicht wirklich von einschüchtern zu lassen. Er hat zumindest nicht gesagt, was er jetzt wirklich hat. Dann versuchen wir es mal mit der ruhigen Art und sagen dies hier. Tja, das scheint mir schon mehr geholfen zu haben, deswegen fahren wir die Schiene mal weiter.
Antworten schimpfen macht mir auch keinen Spaß. It makes me sad when my students don't behave. I'm sorry, Miss Farron. Guess I'll own up. The truth is, I sold something from Mackie. Und da gibt das endlich zu. What did you take? This necklace. It belongs to you, doesn't it? Er hat also die Halskette von Snow geklaut. Ja. Wait. Das gibt Nachsitzen, würde ich sagen. Für den kleinen Herrn hier. What was he doing with this anyway? That belongs to Mackie, doesn't it? No, it's mine. It's a reminder of a promise a good friend made me. Sarah, I believe you. Your sister's alive. She's out there somewhere. Thank you, Snow. Here, you hang on to this for a while. When I come back, it'll be with Lightning. Then there's no way she can say no to us getting married. Okay. Okay. And that was the last time I saw Snow. The memories I had of Lightning standing on the plain beneath Cocoon. He was the only one who believed. Believed them enough to do something. That's why I've been waiting here. And doing nothing, right? Lightning and Snow are long gone. But you still sit here and wait. Why didn't you go after them? Snow hat also sich auf die Suche nach Lightning begeben, weil er auch glaubt, dass sie noch am Leben ist. Ja, ich würde sagen, Snow bat mich, also Sarah, zu warten. Snow told me to wait for him. I wonder if he really meant it. Maybe you didn't want to go and you're glad to have the excuse. No, that's not true. Of course I wanted to go. Sorry. It's probably the right choice anyway. I mean, what if he came back and you weren't here? Ja, der hatte wohl recht, der Kleine. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Suche nach diesem Artefakt. Und da ist unser Kumpel hier, mit dem wir es so schwer hatten im letzten Teil. Aber ihr seht, der Verheerer-Brecher-Kombo haben den so schnell im Schockzustand. Ja. Ich habe das letzte Mal leider nicht gemerkt, dass ich Doppelbrecher wirklich hatte. Daher verzeiht mir diesen kleinen Fehler. Ja. Der Strand wimmelt immer noch von Monstern, wie wir das gerade hier sehen. Na komm. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, jetzt haben wir gefailt. Und haben leider keinen Präventivschlag bekommen. Und somit auch keine Boni. Sollen uns auch nicht weiter kümmern. Da das eher schwache Monster sind, haben wir auch die schnell erledigt. So, schauen wir mal zurück zum Strand. Vielleicht hat sich irgendwas Neues ergeben. No artifact yet, huh? No, instead my things are showing up in places they shouldn't be. I wonder if someone's trying to mess with us. I doubt it. No one here would do something like that. Hmm. I guess not. Unless they think they're doing the right thing. It might not be a person at all. I mean, with time and space being warped everywhere, anything could happen, really. Right. And that's how your things ended up out here? It's not a bad theory. Okay. So maybe we should ask if anyone else is missing stuff. Let's head to the house and find out. Zeit und Raum verändern sich und eigenartige Dinge passieren hier am Strand von Neobodium. Und wir schauen mal in das Haus, ob noch irgendwer was verloren hat.
Mag ja sein. Da haben wir einen Spiegel, der vorher noch nicht da war. Ich würde allerdings sagen, was der Spiegel genau auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Mein Name ist Nico und ihr seht Final Fantasy 13 2 Let's Play.